Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit eingeschaltet habt. Heute habe ich euch wieder jede Menge einzelne kleine Telefonschnipsel mitgebracht, die leider so nicht für ein eigenes Video gereicht haben, aber doch trotzdem ziemlich lehrreich sind, was wir da für Menschen so genau am Telefon haben. Von daher wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung, sowie jede Menge Aufklärung mit diesen vielen einzelnen kleinen Telefonschnipseln. Ja, hallo. Schönen guten Abend, Herr Roberto. Sebastian Leroy im Apparat. Wie geht's Ihnen heute? Ja, ganz schnuckelig. Sehr gut. Herr Leroy. Ich bin Ihre Kontoberater. Ich bin Ihre Kontoberater von Firma einfach Inertia Finance. Sie sind angemeldet auf unsere Werbung und Sie haben schon Interesse geäußert. Ihre Stimme ist sehr, sehr einfach familiär für mich. Ja. Ich denke, dass wir haben schon gesprochen. Ja, ein paar Mal schon. Habt ihr schon mehrmals verarscht. Roberto Habeck. Aber als ich richtig erinnert mich, sehe ich jetzt einen anderen Namen, das letzte Mal. Ja. Nicht öfters mal ein anderer Name, so wie bei euch. Da ändert sich ja der Name auch ab und zu mal. Nein, ich habe dieses Name, als ich einfach geboren war. Ja? Sebastian. Natürlich. Das haben Sie schon bei der Geburt einen Betrügerstempel drauf gedrückt. Herr Habeck, einfach, ich möchte jetzt erst kein Investierung, einfach kein anderes, über Onlinehandel reden. Ich möchte nur wissen, womit sind Sie beschäftigt einfach? Was machen Sie für Leben? Haben Sie keine Zeit für etwas anderes zu machen? Nee, ich verdiene ja damit mein Geld. Wie verdienen Sie das Geld, auf die Werbungen zu registrieren von finanzieller Börse und dann mit die Agents zu reden und dann sehr unseriös zu sein und wie ein kleines Kind zu halten und einfach damit einfach ihres und unsere Zeit auch zu verschwinden. Ja, das lade das Gespräch auf YouTube hoch und dafür gibt's Geld. Ganz kurz gesagt. Sehr gut. Okay, dann dabei werde ich Ihnen nicht helfen. Auf Wiederhören, Herr Habeck. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Tja, dabei wird er mir nicht helfen. Hat aber schon. Ist ja jetzt online. Einfach nur Wahnsinn. Ich wiederhole mich ja nur ungern, aber das hier sind Leute, die angeblich von irgendeiner Bank anrufen. Tja, und euch bescheißen wollen. Die wollen nichts anderes als an eure Kohle. Der hier, der hat mich jetzt, enttarnt, entlarvt. Einfach an der Stimme. Tja, das ist halt so, wenn man die Betrüger immer und immer und immer wieder an der Leitung hat. Irgendwann gewöhnen sie sich halt an die Stimme und hören das dann auch raus. Egal, welchen Namen und welchen Datensatz man da sich ausdenkt und erfindet und einträgt. Ja. Ja, schönen guten Tag. Hier ist Martin Lenz aus dem Hause Obermarkt. Hallo. Ich habe den Herrn Schwegel, richtig? Herr Schwegel, ich melde mich ja, es handelt sich ja um Ihre Anmeldung für ein Bitcoin-Trading-Konto bei uns im Hause. Da weiß ich nicht von der Zeit, dass bin ich am Stören, passt es jetzt? Was heißt das denn, dass die ganze Zeit, ich denke, da störe ich Sie vielleicht, nerv ich Sie mit meiner Antwort. Tja, das ging ja dann richtig schnell. Der hat direkt aufgelegt, aber interessant, dass er gefragt hat, ob er stört und ob er nervt. Und interessant, dass er dann einfach auflegt. Verabschieden hätte er sich noch können, wenn er von einem legalen Unternehmen angerufen hätte. Aber ja, das Problem ist, dass alleine schon der Anruf ja nicht legal ist. Und die meisten von den Betrügern wissen das auch, dass sie nicht legal anrufen. Ja. Hallo Max, hier spricht Dorothee aus dem Heldenthal-Team. Guten Tag. Guten Tag. Du hast dich bei uns für das Trader-Karriere-Programm beworben. Nee. Laut meiner Unterlagen schon. Nee. Gut, wenn du sagst, du hast dich nicht beworben, nehme ich dich natürlich aus den Unterlagen raus. Kein Problem. Okay, tschüss. Dann wünsche ich dir alles Gute. Tschüss. Tja, die hatten wir hier tatsächlich auch schon mal dran. Und nur, dass sie jetzt hier einfach gleich aufgelegt hat, macht das Ganze auch wieder nicht legaler. Denn ein Double Opt-in ist hier auf dieser Webseite auch wieder nicht zustande gekommen, um sich dort zu registrieren und dann den Anruf hier zu erhalten. Man trägt einfach seine Daten ein und dann ruft direkt jemand an. Ich weiß nicht, was die genau von einem wollen. Die klingt ja auf jeden Fall doch schon ein bisschen deutscher. Aber letztendlich ist es nichts anderes als Augenwäscherei. Man will euch hier wieder dazu verleiten, irgendwo sein Geld drin zu versenken, um dann das nicht wiederzusehen, das Geld. Da macht sich irgendjemand einen anderen schönen Tag von. So ist es halt, wenn die Betrüger bei euch anrufen.
Guten Tag, Herr Knusprig. Knusprig. Mein Name ist Sophie Meyer. Ich stelle Internationale Investmentgesellschaft Definite Area vor. Ich habe gesehen, dass Sie haben sich auf unsere Software-Systeme gemeldet. Richtig? Ich bin Ihre persönliche Account-Beraterin und ich werde Ihnen helfen, Ihr Konto zu aktivieren. Überprüfen bitte Ihre E-Mail. Hören Sie mich? Sehen Sie eine E-Mail von Sophie Meyer? Haben Sie Ihre E-Mail-Überprüfung? Nee. Warum? Ja, wollen Sie mir nicht erstmal erklären, was da drin steht und was Sie von mir wollen? Wiederholen bitte. Was? Wenn Sie eine Wiederholung brauchen, dann müssen Sie sich davon Aufzeichnung machen. Dann können Sie das gerne nochmal anhören. Interessieren Sie mit Handeln? Mit Bitcoin? Was bieten Sie das an? Sie haben kein Interesse? Sie langweilen mich nur ein bisschen. Haben Sie da auch irgendwie interessantere Mitarbeiter? Ja, warum Sie haben Ihre Daten hinterlassen? Ich finde Sie unfreundlich. Ich will mich mal über Sie bei Ihrem Chef beschweren. Geben Sie mir mal Ihren Chef. Habe ich jetzt sogar gehört, jetzt mich selber da. Ich bin auf Lautsprecher. Hallo! Tja, an den Chef werde ich natürlich nicht weitergegeben. Er wurde ganz schnell aufgelegt. Natürlich war ich hier auch wieder am Ende ein kleines bisschen cringe, aber manchmal ist es einfach so. Irgendwo muss man, glaube ich, auch mal den Stress von den ganzen Telefonaten letztendlich abladen. Tja, und das bekommt dann hier die Betrüger auf jeden Fall zu hören. Guten Tag. Mit was spreche ich denn da bitte? Guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Monika, Prism Capital. Spreche ich mit Herrn Hanebeck? Ihr Name ist Kapital. Prism Capital. Prism Capital ist Ihr Name. Ja. Also Vorname Prism und Nachname Capital. Nein, mein Name ist Monika. Unsere Firmenname ist Prism Capital. Ach, der Firmenname. Und Ihr Name ist Monika. Monika weiter? Bitte noch einmal? Ja, Monika und weiter? Herr Haber? Ja. Wollen Sie Ihren Namen nicht verraten? Sind Sie das? Ja. Was ist denn mit Ihrem Namen? Wollen Sie den jetzt verraten oder nicht so? Monika? Monika? Red mal jetzt mit mir. Nicht Mikrofon ausmachen. Mikrofon ausmachen ist kacke. Was haben wir denn jetzt hier für eine Krise? Du rufst doch von so einem Krisenmanagementladen an. Was haben wir denn für eine Krise? Was ist denn los? Ja, und dann war die nette Betrügerin auf einmal ganz schnell weg. Woran das wohl gelegen hat? Wahrscheinlich hat sie mich vielleicht doch einfach nur nicht verstanden, weil sie da ständig an ihrem Telefon rumfummelt. Ich meine, man hat ja auch gehört, dass sie ihr Mikrofon ständig ausmachen. Tja, und irgendwann sind solche Tasten natürlich auch mal durchgeleiert. Und wahrscheinlich, vermutlich, hat sie da drauf gedrückt und mit mir gesprochen und natürlich dann nicht die Antwort erhalten, die sie sich vorgestellt hat. Weil die Taste irgendwann, wie gesagt, ausgelutscht ist. Wenn man ständig auf diese Mikrofon-Mute-Taste von seinem Telefon drückt und das jeden Tag und den ganzen Tag permanent macht, ist natürlich irgendwann mal die Taste hin. Tja, und deswegen haben wir sie wahrscheinlich nicht mehr verstanden. Aber sie hat sich dazu entschieden, bei uns nochmal anzurufen. Ja. Herr Habeck? Ja. Hören Sie mich? Ja, ich habe Sie vorher schon gehört. Okay. Herr Habeck, es geht um Transmarkt. Sie haben sich für Crypto Comeback Pro interessiert. Ja, aber Sie haben Ihren Namen noch nicht verraten. Bitte noch einmal. Monika? Mein Name ist Monika Kaufmann. Ach, Kaufmann. Der Monika. Oh, jetzt ist doch der Handy abgeklatscht. Was Schreck. Und du? Ja, Herr Habeck. Ja. Was machen wir denn jetzt? Rufst du vom Krisenmanagement also, haben Sie sich an? Dafür interessiert? Na, also die Firma interessiert oder nein? Die Firma heißt Krisenmanagement, oder was? Krisenkapital. Ach, Krisenkapital. Krisenkapital. Baby, so. Bitte, ja. Aber was haben wir denn für eine Krise? Bitte noch einmal? Was haben wir denn für eine Krise? Wo drückt denn der Schuh? P wie Peter, R wie Robert, I wie Internet, S wie Sarah, M wie Markus. Krisenkapital. Aha. Also nicht Krisen. P
Pissekapital. Ja, Herr Habeck. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung auf dem Finanzmarkt? Haben Sie schon gehandelt? Nee. Okay, wenn Sie keine Erfahrung auf dem Finanzmarkt haben, ja, dann empfehle ich Ihnen, mit einem Boot zu handeln. Mit einem Boot? Ja, bei uns handelt mit einem Boot. Mit diesem Boot kann man garantiert von 10-15% pro Monat bekommen. Aber fährt mit man nicht eigentlich Boot mit dem Boot übers Wasser? Ja, bitte? Fährt man nicht mit dem Boot eigentlich übers Wasser? Oder was für ein Boot? Ich verstehe das mit dem Boot nicht. Mit einem Boot fährt man doch übers Wasser, oder nicht? Ja, mit einem Boot. Ja, mit einem Roboter. Ach, ein Roboter. Mit diesem Boot kann man, ja. Ja, weil Sie haben gesagt, mit einem Boot. Ja, aber dann sagen Sie doch nicht immer Boot, wenn Sie Roboter meinen. Weil wenn Sie sagen mit dem Boot fährt man auf dem Wasser. Nein, Herr doch. Habeck. Wollen also, mit diesem Roboter, ja, kann Roboter man nicht nur mit Kryptowährungen, ja, sondern auch mit verschiedenen Rohstoffen, Aktien, ja, Indizes und Währungspaaren handeln. Aha. Haben Sie Fragen? Nee. Das machen Sie gut. Haben Sie Fragen? Na, was machen wir da jetzt? Was, soll ich jetzt mal Eier auf den Tisch packen oder was meinen Sie jetzt? Bitte noch einmal. Monika, sind Sie noch da? Ja. Ja. Wie war nochmal der Nachname? Habeck. Monika Habeck. Habibi. Monika, wie war nochmal Ihr Nachname? Und wie heißen Sie? Na, Habeck. Robert Habeck. Und Sie? Es steht Roberto bei mir. Das ist falsch. Woher kommen Sie, Herr Habeck? Aus Berlin. Aber wie war jetzt Ihr Nachname? Bitte nochmal? Ja, Ihr Nachname? Nein, woher kommen Sie? Ja, aber ich habe zuerst gefragt, wie war Ihr Nachname? Ich habe Sie auch gefragt, ja? Ja, aber woher kommen Sie? Gefragt. Ich soll Ihr Nein, Herr Habeck, ich soll Ihr Handelsprofil erfüllen. Ja, aber wie ist Ihr Nachname? Antworten Sie bitte auf ein paar Fragen. Ja, aber erst Sie. Ich habe Ihren Nachnamen vergessen. Okay. Monika. Und wer sind Sie? Ja, Monika, wie war Ihr Nachname? Ihr Nachname. Herr Habeck, das habe ich ja schon gesagt. Ja, habe ich aber vergessen. Sie bitte, wie alt sind Sie? Ja, habe ich aber vergessen. Sagen Sie mal Ihren wie Nachnamen. Wie alt sind Sie? Haben Sie Ihren Nachnamen auch vergessen? Sagen Sie bitte, wie alt sind Sie und woher kommen Sie? Ich antworte Ihnen erst wieder, wenn Sie mir Ihren Nachnamen nochmal sagen. Nein, ich habe das schon gesagt, aber Sie ja, haben noch nicht gesagt, nicht ja, woher Sie kommen und wie alt sind Sie. Ja, aber ich habe zuerst gefragt, haben Sie Pech gehabt. Und was machen Sie beruflich? Wie gesagt, ich antworte. Ja, und dann hat sie einfach aufgelegt. Tja, schon Wahnsinn, da fragt man einfach nochmal nach dem Namen von der Mitarbeiterin und hat sie schon direkt keine Lust mehr auf das ganze Gespräch. Tja. Ob das wohl schon so ein Indiz dafür ist, dass man ein anstrengender Kunde ist, ich weiß es nicht. Aber die ist ja hier tatsächlich wirklich Wahnsinn. Die stellen sich nur mit dem Vornamen vor und finden das auch noch seriös. Dass das nichts mehr mit Seriosität zu tun hat, ich glaube, das muss man gar nicht weiter ausführen, weil das liegt ja direkt auf der Hand. Einfach nur noch Wahnsinn. Und mit so einer Masche haben die tatsächlich leider Erfolg. So verdienen die ihr Geld. Wobei verdienen ist ja tatsächlich schon wieder viel zu viel gesagt. Weil verdienen tun die was ganz was anderes. Aber naja, es ist einfach nur traurig, dass solch eine Masche tatsächlich einfach so funktioniert. Ha? Bin der Kamera da mit Skater richtet. Hallo? Ja, warte. Hallo? Ja. Tja, hier zu Beginn des Gesprächs geht's ja gleich wieder richtig gut los. Vielleicht hat jemand von euch verstanden, was sie da ganz am Anfang gesagt hat und kann's mal in die Kommentare schreiben. Es war auf jeden Fall wieder irgendwas Ausländisches. Ja, vielleicht ist ja jemand dabei, der es übersetzen kann. Ha? Bin der Kamera da mit Katarichtet. Hallo? Ja, warte. Hallo? Ja, was denn los? Okay, mit wem spreche ich? Spreche ich mit Herr Homes? Ja. Mein Name ist Martha Rich und ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung für das Online-Handel. Aber wäre nett, wenn Sie mich mal mit meinem Nachnamen ansprechen könnten und nicht hier mit meinem Vornamen. Homes ist Ihr Name, ja? Nee, Vornamen. Und Ihre Nachname, wie ist? Maxwell.
Exuel, korrekt. Ja. Okay. Und Ihre E-Mail-Adresse lautet homes-exuel@outlook.de, korrekt? Nee. Wahnsinn. Die ruft an, gleicht den Namen ab, die E-Mail-Adresse ist falsch und schon legt sie auf. Wahrscheinlich wusste sie denn entweder nicht mehr weiter oder irgendein Kollege hat sie darauf hingewiesen, dass der Name ein bisschen komisch sein könnte. Tja, war auch so ein Beispiel aus euren Kommentarvorschlägen. Guten Tag, wen spreche ich denn da? Hallo, den hab ich noch am Apparat. Ich kann nicht hören, weil es keiner dran ist. Also wenn du nicht da sind, würde ich nicht mitsprechen. Muss man ja schon irgendwie miteinander kommunizieren wollen. Hallo, das knistert nur in der Leitung, aber es geht auch dran. Das ist ja nicht so gut. Müssen wir schon irgendwie, weiß ich nicht, sonst können wir das ja auch sein lassen mit dem Unterhalten. Wollen wir jetzt noch was sagen oder nicht? Machst du dein Mikrofon noch an oder besteht da jetzt nicht so das ernsthafte Interesse an einem vernünftigen Gespräch? Na gut, dann beende ich jetzt das Gespräch und wünsche noch einen wundervollen Ostermontag. Winke, winke. Vermutlich hatten wir hier wieder einen Mitarbeiter dran, der seine Pause gerade ein bisschen rumbringen wollte oder einfach nur Lust hatte, während der Arbeitszeit ein bisschen rumzuschimmeln. Tja, das haben wir hier tatsächlich auch. Ziemlich oft, dass die Mitarbeiter einfach anrufen und dann überhaupt nichts mehr sagen, obwohl jemand dran ist und die Verbindung weiterläuft. In solchen Fällen kommt es auf meine Laune an. Manchmal lege ich einfach das Telefon weg und lasse laufen. Damit die wirklich ihre Zeit ein bisschen verschimmeln. Denn unterm Strich verdienen sie ja so wenigstens kein Geld. Da ich das aber nicht weiß, ob es wirklich so ist, manchmal lege ich auch einfach auf. Weil letztendlich, wenn ich telefonieren will, dann will ich ja telefonieren und Anrufe bekommen, um eben Anrufe aufzeichnen zu können. Und wenn so einer meine Leitung blockiert, ist er auch blöd. Herzlich willkommen beim Idiotensammler direkt an der Telefonleitung. Wie kann ich denn dein Scheißprodukt kaufen? Aha. Es scheint ja sehr billig zu sein, was ihr da so anbietet. Aha. Aha. Ah, ihr könnt euch keine Headsets leisten. Okay, ja, das war mir klar. Na dann, schönes Leben noch, Betrüger. Ja, wieder so ein schönes Beispiel, wo einfach irgendjemand anruft, aber dann nichts sagt und die Uhr im Telefondisplay fröhlich munter vor sich hinläuft, aber niemand was zu sagen hat. Ich weiß es nicht, vielleicht liegt's auch einfach an den kaputten Telefonleitungen, die da haben, oder dass da einfach viel zu viele in der Leitung überhaupt sitzen. Ja, so eine Leitung ist ja vom Datenvolumen her auch irgendwann mal begrenzt, ne? Also selbst wenn man ein Festnetz hat, wenn da ganz, ganz viele Gespräche gleichzeitig laufen, naja, dann ist halt so eine Leitung irgendwann mal voll und dann geht das Audio einfach nicht mehr durch. Herzlich willkommen bei der Idiotensammelstelle. Wie kann ich denn dein Scheißprodukt kaufen? Du Krümel, ich kann auch deine Nummer blockieren, du Vollpfosten. Ja. Das scheint wohl so ein Telefonat gewesen zu sein, wo der Anrufer es dann tatsächlich mit dem Nichtreden ein kleines bisschen übertrieben hat. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Unser Fachmann wird Sie bald kontaktieren. Also ich vermute mal, dass das wohl die Schwanzpillenbestellung war, wo der Automat hier angerufen hat. Habe ich tatsächlich auch schon öfters mal dran gehabt, diesen komischen Automaten. Allerdings muss man hier natürlich wirklich richtig deutlich hinhören, weil man versteht nichts. Ja, guten Tag. Sehr geehrter Kunde, Ihre Bestellung wird von unserer Logistik bearbeitet. Erwarten Sie eine Nachricht vom Kurier. Danke. Also ich frage mich wirklich, wer diesen schlechten Automaten verstehen soll. Das war wohl wieder die Bestellbestätigung von der gleichen Firma. Tja, ich find's einfach nur erschreckend. Und sowas ruft bei euch an und nuschelt euch irgendwie voll. Ich weiß nicht, also professionell klingt das auf jeden Fall nicht. Ja, guten Tag. Hi, Papa. Do you speak English? No. Okay. Thank you. Ja, und wieder die Leute, die aus dem Ausland anrufen und kein Deutsch können. Ja, also ich gehe mal ganz stark davon aus, bei dem Akzent kann man schon wieder raushören, dass es wohl wie immer die Trading-Abzocke eigentlich war, nur eben auf Englisch. Tja, aber dass sie damit keinen Erfolg haben, oder zumindest nicht hier, weil wir haben einen deutschen YouTube-Kanal, da fange ich gar nicht erst an, hier englische Gespräche aufzuzeichnen. Ja,
Ja, hallo? Ja. Schönen Tag. Tag. Ich suche für Frau Lilly. War das ein Satz? Mach mal einen draus, Alter. Was? Mach mal einen Satz draus. Also Sie haben eine Anfrage gemacht, wo steht, dass Sie mit Online-Investitionen Geld verloren haben. Deswegen rufe ich Ihnen an. Aha, wo denn? Wo habe ich denn das verloren? Online-Investitionen. Aha, ist runtergefallen oder wie? Das wissen Sie besser, weil Sie haben das Anfrage gemacht, nicht wir bei Ihnen. Aha. Und woher wissen Sie das denn? Weil das ganze Datum von Ihnen sind in meinem System, deswegen weiß ich das alles. Aha. Und wer hat die da reingeschriebelt? Da? Wer hat die gemacht? Lilly Lips. Aha. Und wer soll das sein? Sie vielleicht? Hör ich mich an wie eine Lilly Lips? Nein. Nee? Nein. Mal gucken. Ich glaube, da hast du dir deine Frage schon beantwortet, Mäuschen. Kann sein, ist die Ehefrau, oder? Nee. Nee? Für Sie, nee. Meine Ehefrau hat einen Teil zwischen den Beinen. Ach so. Ja. Brauchen Sie eine neue Frau? Ist auch keine Lilly. Brauchen Sie eine junge Frau zu haben? Nee. Brauchen Sie nicht? Warum? Ich bin nur verheiratet. Nur meine Frau hat halt einen Teil zwischen den Beinen. Ja, okay, gut. Sie haben schon eins. Zwei ist nicht schlecht, oder? Aber wir bräuchten zwei Frauen. Für mehr Sachen zu machen vielleicht? So arbeiten Sie bei einer Sex-Hotline oder was? Ja, kann sein auch. Ach so. Ja, klingt ja, so. Ja. So, was denken Sie? Ich denke, dass Sie hier anrufen, um mir irgendeinen Quatsch zu erzählen. Ja. Und ich brauche auch einen Mann, deswegen rufe ich Ihnen an. Ach so. Naja. Hast du einen Sohn für mich vielleicht? Hä? Was? Achso, ich war ja auch nicht gemeint. Ja, nochmal? Haben Sie einen Sohn für mich? Hab gefragt. Was? Einen Sohn? Nö. Ja, nee, warum nicht? Nö, ich hab noch keine Viecher gemacht. Ach so, haben Sie gar keine Kinder? Nö. Ist auch biologisch ein bisschen schlecht. Deswegen brauchen Sie eine junge Frau, damit Sie Kinder haben. Nee, will ich ja nicht. Wieder, wollen Sie nicht? Warum? Ja, guck mal, Kinder kosten Geld. Wenn die klein sind, dann stinken die nach Scheiße. Und dann, wenn du Pech hast, hast du Scheiße an Hände. Das kann ja alles mal vorkommen. Da hab ich keinen Bock. Echt jetzt? Mein ja. Gott. Ich hab früher aber alles bei ich essen. Ich war so richtig Satansviech. Ja, aber wenn du so alt kommst, dann hast du niemanden, das für sie kümmern kann. Jo. Oder? Ja. Und dann bezahle ich halt eine Pflegekraft, wa? Wenn es nur eine gibt und hier nicht alles weggebombt ist. Ja, und denken Sie, das ist besser als ein Kind? Nö, aber hat ja keins. Ist ja biologisch auch nicht möglich. Müsste ich ihn so adoptieren und, ja. Ja, warum adoptieren Sie nicht einen? Ja, haben wir auch schon überlegt. Dann müssen wir unser Gästezimmer dafür abgeben, wa? Das ist ja auch kacke. Oh Gott, oh Gott. Naja, gut. Also, wenn du brauchst, kann ich auch schon dein adoptiertes Kind sein. Ja, aber das Problem ist, guck mal, heute kannst du doch keine Kinder mehr in die Welt setzen. Das, wenn aus dem Fenster gucken, da wird's dir doch schlecht. Ist doch nur noch Krieg und Ärger. Da setzt man doch keine Kinder in die Welt. Mein Gott, warum haben Sie nur negative Meinung? Ach, nur nicht. Eigentlich stürzt für mich gerade, weil ich gerade ein neues Mailboard aus der Packstation holen muss. Da bin ich schon ganz aufgeregt. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich jemand eigentlich höre, das so negativ ist. Ja. Warum denn? Weiß nicht. Könnte an den ganzen negativen Telefongesprächen hier liegen. Ich weiß es nicht, vielleicht brauche ich ja mal einen Therapeuten, vielleicht rufe ich auch mal einen Therapeut also, an. Gibt es doch Scammer als Therapeuten? Wenn Sie okay mit mir sprechen, bekommen Sie negative Energie oder wie? Nö, aber, na, weiß ich nicht. Na, ist auf jeden Fall das i-Tüpfelchen auf der Sahne. Also, ist das schon wunderbar. So normalerweise, ich habe Ihnen nur was. Quatsch, läuft ja schon mal 5 Minuten. Was? Ja. Normalerweise habe ich gesagt, habe ich Ihnen was gefragt und wenn es nicht ist, dann ist es schon okay. Also, ich mache gar keine negative Energie. Ich bin eine Person, die immer Positivität hat. Ach so. Ja. Na wenn. Ja. Okay, Liebe, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Hoffentlich werdet Gott dein Herz mehr gut machen kann. Und bleiben Sie gesund. Vielleicht bis nächstes Mal, ja? Ja, tschüss. Ja, tschüss. Tja, also mehr als wiederholen bringt hier, glaube ich, nichts. Aber ich muss es wiederholen. Sind Anrufe von einer angeblichen Tradingbank. Tja,
Aber dass die sich, also so, ich meine, die war ja nett, ne? Also das kann man ja jetzt nicht sagen. Das war ja jetzt nur schon mal was anderes hier. Aber ganz ehrlich, mit Seriosität hat das nichts zu tun. Das ist ja wohl wirklich meilenweit davon entfernt, wie eine seriöse Bank mit euch am Telefon sprechen würde. Das ist doch einfach nur noch albern. Tja, ich meine, klar, die wissen teilweise, wo sie anrufen, bei den Scambaitern. Aber, tja, weiß ich nicht. Da bleibt eigentlich, da weiß man gar nichts mehr zu sagen. Es ist nur noch Wahnsinn. Aber gut. Guten Tag. Hallo. Hallo, guten Tag, Herr Habeck. Hier spricht Hanna Neumann vom Finanzmarkt. Herr Habeck, ich möchte wissen, haben Sie eine Erfahrung in Online-Trading oder nicht? Hä? Sie rufen mich an und stellen mir komische Fragen? Genau, ich rufe Sie an vom Finanzmarkt, Herr Roberto. Und Sie haben Ihr Interesse geteilt, besonders den Crypto Comeback Pro. Und jetzt, ich möchte Ihnen weiterhelfen. Wobei denn? Wie bitte? Wobei möchten Sie denn weiterhelfen? Ich möchte einfach Ihnen... Wie bitte? Finden Sie das nicht ein bisschen dolle stumpf? Tschüss, Herr Habeck. Aha, Betrüger. Tja. Anrufe aus dem Untergrund. Da geht's gar nicht darum, dass man irgendwie noch ein bisschen Sympathie aufbaut. Da fragt man einfach direkt nach den Einzahlungsmöglichkeiten, beziehungsweise hier in dem Fall, ob man da Erfahrung hat. Tja, aber was soll man da antworten? Ich meine, man muss sich ja mal hier überlegen, ihr wisst ja gar nicht, dass ihr angerufen werdet und bekommt dann so ein absolut schräges Gespräch hier. Ja, hallo? Hallo, Felix? Ja, ja. Hello, my name is Frank, calling from GMA Pros Company in regards to the trading account you opened with us. Do you speak English? Speak in the English? Nee. Nee, Deutsch. Okay, so my name is Frank und ich rufe Sie von der Handelsfirma GMA Pros bezüglich Ihres Handelskontos an, Bitcoin Handelskontos, okay? Was denn für ein Handelskonto? Pardon? Ja, wo habt ihr ein Konto, ja? GMA Pros Handelskonto. So ich bin Ihr Account Manager und meine Aufgabe ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren, damit Sie mit dem Handel beginnen können. Okay? Mit dem Deutsch wollen Sie mir helfen. So, möchten Sie deine Konto aktivieren, ja oder nein? Nö. Nein. Du kannst doch nicht mal Deutsch. Oh. Was soll ich denn da bei dir aktivieren? Deaktivieren. Kannst du an der Wand schmeißen. Okay. Oder irgendwie, weiß ich nicht. So, möchten Sie deine Konto aktivieren, ja oder nein? Da habe ich doch schon erzählt. Na, okay, auf Wiedersehen. Tja, aber immer mal wieder nachfragen, ob er nicht doch noch einzahlen will, der nette Kunde. Ich weiß es nicht. Die switchen gerne mal einfach von Englisch auf Deutsch um. Aber was da für ein Deutsch bei rauskommt, ich meine, das habt ihr ja hier gehört. Einfach nur der absolute Wahnsinn. Viel mehr als ablesen ist das da eigentlich nicht. Beziehungsweise vielleicht auch schon ein bisschen auswendig gelernt. Das kann natürlich auch sein. Wenn man jedes Mal immer wieder das Gleiche vorliest, dann hat man es halt irgendwann drauf. Ja, aber mehr halt eben auch nicht als das da. Tja, und deswegen auch ständig dieses Nachgefrage, ob man da noch Geld einzahlen will. Aber alleine, dass hier das Gespräch dann sofort beendet ist, ohne dass man irgendwelche Informationen bekommen hat, zeigt ja, dass das Ganze nichts anderes als komplett blödsinniger Betrug ist. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Hi, this is Al. How are you today? Ja. Can you speak, actually? Yeah. Imagine, an old man doing that. Wow. Good job. Tja, wieder so ein ganz nettes Gespräch mit einer ganz netten Betrügerin. Auf Kakerlakisch, glaube ich. Oder was auch immer das jetzt hier war. Auf jeden Fall war die auch ziemlich schwer zu verstehen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich immer über einen Daumen nach oben. Der Marc kann natürlich sehr gerne auch den Kanal unterstützen mit einer Kanalmitgliedschaft. Den Button findet ihr direkt unter dem Video. Ansonsten auch direkt den Link in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.